Auf die Frage, was sind Daten, gibt es ein ganzes Spektrum von Antworten. Die reichen von philosophisch bis zu sehr technisch. Ein Beispiel für eine philosophische Antwort auf die Frage, was sind Daten, wäre Fakten, die aufgezeichnet werden können. Ein Beispiel für eine eher technische Antwort auf diese Frage wäre, dass Daten sind Zahlenwerte, die durch Beobachtung, Messung, Erhebung oder Ähnliches gewonnen werden und von Computern verarbeitet werden können. Und ich spreche hier von Zahlenwerten, weil im Speicher eines Computers wird alles in Form von Zahlen dargestellt. Ob das ein Text ist oder ein Bild oder ein Video oder eine Musikdatei, im Speicher des Computers sind es Zahlen. Die Art und Weise, wie diese Zahlen dann dargestellt werden, als Text, als Bild, als Video, ändert sich. Aber Daten sind Zahlenwerte, die gemessen, beobachtet, erhoben werden können und von Computern verarbeitet werden können.